Yo, was geht, Leute? Welcome back. Wir spielen PP Wars und ich bin heute wieder George und das da ist der lilane Hund, der da Kacker gemacht hat und ich muss das alles wegwischen. Und Leute, falls ihr das Spiel hier nicht kennt, wir haben das ja vor kurzem schon mal gespielt, das ist übelst, übelst witzig. Warum bist du eigentlich ein lilaner Hund? Warum bist du nicht lila? Das ist die Frage. Was suchst du hier? Hier gibt's gar nichts. Hier gibt es gar nichts. Aber mach mal nicht mit Dings, such mal nicht diese Spots, wo man so übelst draufkacken kann. Wie meinst du das? Dass man da nicht drankommt oder sowas. Keine Hacks. Die Cheater Spots. Leute, es gibt hier so verschiedene Spots, wo man hinkötteln kann. Übrigens, ich muss seine Kacker wegmachen von Roman. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen eklig, aber es ist meine Aufgabe hier für heute, seine Kötel wegzumachen. Und er kann halt auch. Ich finde das nicht eklig. Ich finde es korrekt eigentlich, dass du das machst. Du bist da gut ausgebildet drin, weißt du, ich meine? Ja, ich bin Profi, ja. Und ich bin auch stolz drauf. Ich weiß nicht, es gibt nichts, wofür man sich schämen braucht. Ja, denke ich auch nicht, ne? Da kann ich mal ein bisschen drüber. Also es liegt ein Köttel liegt irgendwo. Aber wo der sein wird, werden wir jetzt erstmal rausfinden müssen, ne? Ja, oh, ich muss sagen, die Map hier ist auch wirklich sehr, sehr schwer. Zum Köttel wegwischen? Ja. Ich dachte, du bist ein Professional Köttel wegwischer. Bin ich auch, aber du bist auch ein Professional Hund. Professional Hund. Junge. Ich hab dir da schon ein paar echt gute Dinger gelegt. Ach, wie süß. Ja. Ach, wie süß. Hat er da ja ein kleines Häufchen hingelegt, der kleine Wo Bubi. Der kleine Stinkepupsi. Oh ja, okay, gut, dann such mal den anderen so. Ja, den anderen, keine Ahnung. Ah, buonasera, da ist ein Schokohäufchen und den werde ich wegwischen. Kein Problem. Was? Du bist bei null? Oh mein Gott. Das ist schon echt brachial, muss ich sagen. Ja, warte, ich muss ganz kurz mal meinen Wischmopp ein bisschen wieder aufsaugen. Buonasera. Zeig mal, okay, du kamst von irgendwo von hier. Irgendwo von hier kamst du und ich glaube, dass du vielleicht hier irgendwo einen richtig dicken, fetten Hunde da gelassen hab. Haufen. Ah, hier stinkt's in der Ecke. Haha, gefunden. Hey, ich komm nicht dran. In der Ecke stinkt's und Lars kommt nicht dran. Das ist nämlich ein geheimer Spot. Es ist ein Schizzle-Spot. Ich komm wieder nicht dran. Das ist unfair. Wir haben gesagt, nicht die Schizzle-Spots. Woher soll ich denn wissen, ob das ein Schizzle-Spot ist oder nicht, Mann? Du weißt es. Du Hund. Nee, als ob ich das hier studiert habe. Ja, toll, Mensch. Jetzt liegen. Okay, dann werde ich wenigstens die anderen drei Köttel wegmachen, aber jetzt habe ich eh schon geloost. Los, wisch meine Köttel weg. Okay. Weniger reden, mehr wischen. Mehr wischen, du. Bist doch so du laufender Lappen, du. Laufender Lappen. So, ich gebe mir jetzt erstmal wieder einen schönen Snack. Was das hier ist? Ist ein Aktenkoffer mit Geld drin. Oh, den Snack kann ich mir auch gönnen. Gleich chillig zum. Boah, ich glaube, da habe ich jetzt einen dritten Snack und jetzt habe ich richtig Bock zu verdauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt gerade so durch. Das läuft gerade durch. Also wirklich, da kann ich nichts gegen machen. Da manchmal drückt es einfach, weißt du? Da ist es einfach so. Ich finde voll Dialekt, gell? Ich finde die nicht. Ich finde die Haufen nicht. Du hast die richtig gut versteckt, glaube ich. Danke, Mann. Also du findest ja auch die anderen nicht, gell? Ich hab nur einen gefunden jetzt. Also der war schon sehr, 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 sehr krass. Und eigentlich stinken die Haufen von dir ganz schön krass. Ah, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich habe so einen wilden Spot gefunden, ne? Komm mal in die Musikhalle. So, da muss ich dir jetzt, den muss ich dir zeigen einfach. Den habe ich so gut gesetzt, Mann, den möchte ich mir zusammen mit dir ansehen. So, das ist unglaublich. Also, ich rufe dich tatsächlich gerade, damit wir uns gemeinsam meine Kacke ansehen. Schau mal hier. Ja. Den sieht man nicht mal. Da sieht man nur so einen ganz kleinen Finzelfutzel. Aber nur, weil der stinkt. Hast du ihn weggemacht? Ah. Oh, aber ich habe den, der lag bei mir einfach auf dem Tisch. Oh mein Gott, hier. Nein. Den hat man nicht gesehen, ne? Also, no joke, den hat man nicht gesehen. Habe ich den gut da rein platziert, meinst du, oder wie? Den hier hinten, der ist mir ein Dorn im Auge, der hier hinten. Das ist manchmal ist es halt so, ne? Manchmal, aber ja, nur manchmal, kriegt man Kacke nicht mal aus der Ecke gewischt. Kriegt man Kacke nicht mal aus der Ecke gewischt.
Manchmal, aber nur manchmal. Da wische ich auch mal gerne gegen den Strich. So. Ja. Oh, da hat jemand an das grüne Auto geköttelt, hä? Nein, das stimmt nicht. Hast du gegen das grüne Auto geköttelt? Ja. Ich war das nicht. Ich mache meine eigenen Haufen weg. Manchmal, aber... Hör auf! Du läufst mir ja immer hinterher. Tu ich nicht. Kleiner Pupser, hä? Kleiner Wischpup... Kleiner Pupswischer. Du sammelst doch diese Köttel ja, zu Hause. Ja, ich sammel die, ja. Genau, das sind Schokodrops. Schokodrops, Schokodrops. Kannst du aufhören zu singen? Den Schokodrop. Oh, ich glaube, wenn du genau weiterhin so böse bist, dann setze ich einfach in die Ecke, wo du nicht wischen kannst, aber nochmal ein. Hier, willst du mal eine Runde spielen? Guck mal, hol dir mal dein Dings, dein Geschenk hier ab, oder? Ich leg's dir in deine Gewinnablage. Guck mal, du hast was gewonnen. Das! Einfach einen nice Win geholt, hä? Du hast noch nie beim Greifarm gewonnen, außer heute. Ich gehe, das ist keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der letzte ist. Es sind nicht der letzte, es sind insgesamt 3 Stück. Ja, sag ich ja, ich weiß nicht, wo die letzten... Ey, ich schwör's dir, ich suche hier gerade alles durch, ich finde die nicht. Du hast die sau gut versteckt. Okay, nicht übel, muss ich schon sagen. Oh, ja, absolut, der vierte liegt absolut auch noch. Richtig stark. Ich glaube, den vierten findest du auch nicht. Ah, das sind dann nur noch 28 Sekunden. Ich schau dir zu. Ey, klau nicht mein Essen andauernd. Nicht mein Essen klauen. Hör auf, das Essen zu klauen. Also, no joke. Props. Also, dieses Mal 4 wirklich. Köttel. Da ist noch einer. Was willst du von mir? Geh mal da weg hier. Oh, nein. Geh weg. Geh weg. Da ist nichts. Ich komm da nicht dran. Ja, da ist auch nichts. Gehen Sie weg. Ich beschütze den noch 3 Sekunden lang. Den kriegst du nicht. Den kriegst du nicht. Ja! Oh mein Gott! Ja. Krass, ja, du hast gewonnen. Buddy B. Diddy gewonnen. Wins. B. Diddy. B. Diddy. Okay. Nochmal? Wollen wir ein Rematch machen? Na klar. Okay, dann lass mal Rematch machen. Let's go. Okay, neue Runde, neues Glück. Ich bin wieder der Doggo hier unterwegs und muss jetzt erstmal hier meine Dinger einsammeln. Ich putze hier erstmal schön ein bisschen die Flurfliesen und keiner wird mir hier auf den Boden kacken. So. Hallo, Sir! Ich muss ganz dringend einen Pupi machen. Wo ist denn der Pupi? Der Pupi-Meister. Pupi? Pupi-Meister? Du hast ja noch nicht meinen Pupi gelegt. Wo sind denn die ganzen Pupis? Huh? Ich hab eine Stinkbombe gelegt. Aha. Er heißt der Pupi, das kleine Kokodil. Ich hab dich nicht einmal gesehen bisher, ne? Ich hab dich auch noch nicht gesehen. Deswegen, ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar unterwegs und so verhalte ich mich auch. So. Okay. Ah, hinter der Tür. Was für ein Anfängerfehler. Ich bin nämlich ein professioneller Pupi-Wegmacher. Ich wette mit dir, du bist bestimmt hier oben, du Ich bin nicht hier oben, ich bin nicht hier oben, ich bin nicht hier oben. Furz, Wer stinkt denn hier durch die Gegend? Es ist Lars. Let's go. Wo bist du, Mann? Oh nein. So wird Geld gemacht. Danke für den Tipp. Ich bin mir relativ sicher, dass ich da drinnen ein Häufchen finde. Oh ja, es ist ein Häufchen. Ein Häufchen Elend ist das. Mein Häufchen Elend. Hast du noch irgendwo ein Häufchen gesetzt? Ein Häufchen, von dem ich nicht mitbekommen habe, ist kein gutes Häufchen. Okay. Ich sehe auch nirgendwo Stinkeflecken. Ja. Wo sind die Stinkeflecken? Hey! Hey! Kleiner Popi. Aber es gibt keine mehr. Du hast alles geschafft. Du bist gut. Das ist das Ding. Du bist einfach zu gut. Du hast das Spiel durchgespielt, Roman. Einfach durchgesuchtet. Poopy Wars durchgespielt. Einfach perfekt, Mann. Okay, da hast du ein bisschen Poopy hingemacht. Oh, 2 Pupis in einem Raum. Was für ein Fehler. Was für ein Fehler. Eieieiei. Ich bin aber voll im Game gerade. Ich bin voll drinne. Also hast du bestimmt hier gerade auch ins Klo gemacht. Aha, direkt. Alter Junge, du scamst. Scam. Zero Betrug. Points. Betrug. Ich mach hier nochmal kurz sauber. Ich hole nochmal ein bisschen Energie. Schön den Wischlappen sauber gemacht, damit ich richtig schön die Sachen sauber machen kann. Du bist der einzige Wischlappen hier.
Du bist ein Wischlapper. Denn mit einem Wischlappen, mit dem kann man wischen. Denn wischen kann man nicht allein. Wo bist du, kleiner Wischfreund? Was redest du da? Ich bin doch der Wischmann, ich muss doch so reden. Ach so, die ja, Wischmänner, stimmt. Die reden immer so. Hast du noch nie einem zugehört? Die reden immer so. Direkt da am Tisch. Ganz simpel. Alter! Zack, zack und weg das Ding. Ja, ja. Da musst du dir schon bessere Räume aussuchen, bevor du dich mit mir anlegst. Ich, der Wischmann. Okay. Okay. Wenn ich wische. Red mal mehr wie ein Hausmeister. Okay, ja, ich hole mir jetzt erstmal einen Schlüssel und dann mache ich hier erstmal die Türen auf und danach mache ich sie wieder zu. Mit Gerhard? Mit Gerhard? Mit Gerhard sind wir heute auf Nachtschicht, weißt du? Manchmal muss man halt auch mal arbeiten, wenn man keinen Bock hat, ne? Da arbeite ich schon gerne mal. So. Man muss auch mal arbeiten, wenn man keinen Bock hat. So, man muss auch manchmal mal die Kacke wegmachen, wenn er. Oh, da hat mir jemand hier auf den Stuhl gekackt. Das geht ja gar nicht. No, nee, nee, das geht gar nicht. Aber so. Dafür ist die Bude rein, nice. Muss ich sagen. Aber man muss sagen, wenn du hier keinen Secret Spot dir klaust, sozusagen. Ey, ja, du weißt ja genau, wo ich hingehe. Na, du bist da gerade eben rausgekommen. Ah, ins Waschbecken mit Gerhard habe ich schon damals immer Mist. Die Waschbecken repariert. Da bin ich dir immer einen Schritt zuvor, mein Kollege. Ich gehe jetzt erstmal meinen Wischlappen sauber machen. Kollege Schnürschuh. Kennst du die Leute, die kollegischen... Wow, Alter, was für ein Jump. Wow, okay. 2 Minuten 33, 0 Köttel gelegt. Das nenne ich mal eine gute Leistung als Gerhard, der Hausmeister. Mit Gerhard, dem Hausmeister, ist nicht zu spaßen. Oh, okay. Ich rieche ein Köttel. Wo ist der Köttel? Aha. Ah, was ist jetzt los? Hilfe. Gerade wieder hoch. Ich habe das Gefühl, dass ich hier in der unteren Etage... direkt hier am... ist das dein Ernst? Direkt hier am Putzmittelstand einfach direkt dahin kacken? Da mach das ich jetzt macht auch man noch mal. Nicht. Warte. Bist du etwa oben wieder? Mit Gerhard? So, ich kann gar nicht in dein Wasser kötteln. Ja, dann natürlich kannst du da nicht reinkötteln. Das ist ja das Wasser. So. Okay. Ich glaube, ich schaue dir jetzt erstmal zu, was du da machst. Aha. Junge, als ob. In die Obstschüssel? Kleiner Frechdachs, du. Weg damit. So. Mann, du kommst ja hier an alles dran. Ich hoffe die ganze Zeit, dass du irgendein... Sauber. Oh so mein Gott, ja, sauber. Okay. Ist GG. Nee, nee, du hast ja noch eine Minute Zeit. Aber du hast halt das Pech, dass ich der beste Hausmeister der Welt bin. Ich glaube, ich habe einen Secret Spot gefunden. Leute, ich habe einen Secret Spot. Wo? Das möchte ich sehen. Mist. Wo ist dieser Secret Spot? Ich hole diesen Secret Spot jetzt sofort. Denn ich bin Gunther, nein, der Hausmeister. Wo ist Secret Spot? Wo? Wo hast du das? Nicht hinter komm der mal Tür? Her. Komm mal hier. Hier, wo ich bin. Was? Guck mal hier. Das ist, kannst du das sehen? Oh, ja, kann ich. In der Wand drinne. Wow. Nein, du konntest ihn einfach wegmachen. Ja, ich hab den weggemacht. Was? Broski, danke. Oh mein Gott, ich hab dir auch noch einen Tipp gegeben, Junge. Ja, da hast du nicht nur einen Tipp gegeben, du hast mir direkt gezeigt, du Trottel. Ja, 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 weil ich bin an dir wirklich vorbeigelaufen. Ich hab wirklich gedacht jetzt, dass es das war. Und dass Gerhard hier mal wieder gewonnen hat. Nein. Das war's. Oh mein Gott, aber ich habe so einen krassen Secret Spot gefunden. Das ist echt ein guter Secret Spot, wenn du da an der. Du hast einfach nur auf die Treppe gekackt, gell? Ja, aber hier so seitlich, guck. Was? Yo, da kann man ja reinspringen. Du springst da ja richtig rein. Ja, hier so. Oha, was? Niemals. Doch, und dann hast du das da drin gemacht. Ich habe gewonnen. Krass, ey. Herzlichen. Nein, hast du nicht. Hast du gerade eben Köttel noch gelegt? Ja, klar. Oh mein Gott. Das war alles nur eine Ablenkungstaktik, damit du verlierst, du Loser. Okay. Ja, okay, nice. Das war cool. Das war mal wieder richtig heftig. Das war richtig, richtig heftige Runde Kacke weggemacht. Leute, falls ihr Bock auf mehr habt, lasst ein Dings. Daumen da und sowas. Ihr wisst Bescheid. Tschüss.